ihr Kicks und willkommen zurück bei Christainment. Heute mit dem USA-Haul. Oder besser gesagt, New York-Haul. Ich sage sicherlich nicht New York-Stadt, sondern New York-State. Denn ich habe den meisten Kram nicht in New York in der City gefunden. Nein, wir waren auch mit dem Auto unterwegs. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal alles, was ich so bekommen habe. Vorweg. Wenn ihr schon mal in Amerika wart, oder speziell sagen wir jetzt mal in New York wart, das Ding ist, der US-Kurs oder der Dollar-Kurs ist extrem hoch oder abgesackt, je nachdem wie ihr wollt. Der ist fast schon 1 zu 1. Also 1 Euro war in dem Falle 91 Cent. Deswegen findet man nicht mehr ganz so geile Sachen. Hinzu kommt die ganzen Toy-Läden. Vor allem man merkt, Toys R Us fehlt. Es fehlt wirklich. In New York City fehlen richtig viele Spielzeugläden. Es gibt klar die kleinen und F.O. Schwartz ist wieder da und ein paar andere. Allerdings, F.O. Schwartz war interessant. Wenn ihr auch F.O. Schwartz nicht kennt, ist eigentlich der berühmteste Spielzeugladen der Welt. Ich glaube, die haben einen kleinen Clinch mit Disney. Ich habe nämlich, es gab keine Star Wars Sachen, es gab nichts von Marvel, nada. Das einzige, was da war, waren Transformers. Ansonsten gab es keine anderen Figuren. Deswegen, es war wirklich schwer, etwas zu finden. Ich habe, wie gesagt, mich auf den Weg gemacht, mir Thrift Stores anzugucken, also Secondhand-Läden. Die sind ein bisschen anders als hier in Deutschland, wo es halt immer nur Klamotten gibt. Und natürlich auch Antique-Stores, die auch ein bisschen anders sind als die hier in Deutschland. Weil hier heißt Antik Antik und da heißt Antik etwas, was älter ist und nicht können mehr will. So ungefähr. Ihr habt schon gesehen, ich habe so ein kleines Schwertchen hier. Und zwar ist das das Energieschwert aus Halo. Witzigerweise ist das ein Karnevalsartikel. Das Ding kostet 10 Dollar, also um die 9 Euro. Und ich habe es bei Walmart gekauft und ich fand es einfach nur mega. Das war so ein Kurzschluss von wegen Halo, geil, nehme ich mit. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ob es in den Koffer passt oder sonst was. Hat es Gott sei Dank und es ist heile geblieben. Deswegen musst du das unbedingt mit. Es ist übrigens Kunststoff. Also keine Angst, das ist kein Metall oder sonst irgendwas. Bier auch für 10 Euro. Dollar. Es ist vieles original verpackt, aber auch vieles, ihr seht das ja. Ich fange einfach mal mit meinem Stecken. Ich fange einfach an, was hier so liegt. Wobei, Moment. Vorweg. Das Witzigste ist, dass die meisten Sachen habe ich wirklich in GameStops gefunden. Es ist irgendwie traurig zu sagen, aber die besten Quellen in Amerika sind GameStops gewesen. Ich war bei Hot Topic, ich war bei Five, ich war bei Bloomingdale's, ich war bei Walmart, Target, GameStop und so kleine Antikläden und spezialisierte Videospielläden und natürlich auch Toyläden. Nada. Wenig. Und da ich keine Funko Pops sammle, also mit Funko Pops hätte ich mich totschmeißen können. Ich hätte mich tot kaufen können an Funko Pops. An Exclusives ohne Ende. Teilweise die Preise gehen bei Hot Topic los ab 2 Dollar pro Stück. Für Exclusives dann auch 14 Dollar oder 8 Dollar. Also war schon extrem krass. Also wenn ihr Funko Pops sammelt, auch extrem auf diese Exclusive-Geschichte geht, da werdet ihr arm. Habe ich das Problem Gott sei Dank nicht. Deswegen habe ich es gelassen. Ich habe allerdings trotzdem was von Funko gekauft. Und zwar diese kleinen Härchen hier. Und zwar sind das, genau, Petspender oder Petspender. Davon gibt es auch welche. Ich war in 3 verschiedenen GameStops, um alle zu finden. Oder um die viel zu finden. Also es gab Skeletor, He-Man, Merman. Das muss ich so machen, sonst kann ich ihn nicht halten. Ah, da kommt der hier. Und der Orko. Also die 4 Stück habe ich mir gekauft. Jeweils 5 Dollar. Kann ich jetzt nicht, wollte ich ja nichts zu sagen, fand ich gut. Habe ich gesagt, nimmst du mit. Hoffst du mal, dass sie im Koffer nicht kaputt gehen. Haben die recht gut überstanden. Bin ich auch recht froh drüber, dass das so ist. Hier ist sogar noch ein Preisschild dran. Aber 4,99 Dollar steht drauf. Das Interessante ist beim GameStop, da sind die Leute ja auch so, hey, du hast da gerade Masters Sachen. Ich habe noch was anderes von Masters. Interessiert dich das? Also, lieber GameStop-Mitarbeiter, na klar. Dann kam ich nicht drum um. Ich finde die Figur an sich nicht geil. Flock von Mars of Heroes Classics. Man findet noch ein paar, aber wirklich die Ramsch-Charaktere. Für 14 Dollar. Kann ich jetzt nicht so was sagen. Also fand ich okay. Für den Preis musste ich den nachher mitnehmen. Dann habe ich noch eine Dame mitgenommen. Und zwar hier mein Mister. Was ich bei der ganz gut finde, sie hat 2 Beine. Also einmal diesen Schwanz, wo sie drauf sitzt. Also mehr Jungfrauen, Schwanz. Und natürlich die extra Beine, die liegen da mit drin. Für 9 Dollar. Für 9 Dollar. Und dann habe ich noch einen, der ist hier versteckt.
den musste ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich ihn gut finde. Eldor. Da hatten sie noch den Karton, weil bei den anderen haben sie gesagt, nee, haben wir nicht mehr, haben wir weggeschmissen, brauchen wir nicht. Also hier den, ja, genau, ich ganz vergessen. Also hier den Eldor ist auch dabei, auch 15 Dollar plus Stickerbogen. Der war auch dabei. Und es war ein Fest zuzugucken, wie die Verkäuferin, es war wirklich eine Verkäuferin, ich kann nichts fühlen, Mädels, tut mir leid, versucht hat, das Ding da reinzufummeln. Ich habe gesagt, können Sie mir das bitte geben? Ich kann es besser und schneller. Drehen Sie doch mal um. Machen Sie mal so. So, ja, jetzt passt. Also es hat echt gedauert, bis ich das Ding da drin hatte. Das war witzig. Preise habe ich abgemacht, steht nicht mehr drauf, aber 14,99. Dann, die Figur ist total mir vorbeigegangen. Sie gibt es in Deutschland oder bei Amazon. Habe ich total ignoriert. Habe ich nicht mehr gekriegt. Von der Black Series von Star Wars, der Jump Trooper. Habe ich nicht mehr gekriegt. Habe ich voll übersehen. Als ich den gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott. Es ist ja wohl auch ein Exclusive gewesen. Also der war auch bei GameStop. Und da stand drauf, GameStop Exclusive. 14,99 Dollar. Also 15 Dollar. Hallo. Das ist ein Trooper. Es waren zwei da, ich habe einen da gelassen. Also wenn ihr nochmal in GameStop seid, in Long Island, dann könnt ihr euch den mitnehmen. ja, ihr wisst ja, Trooper, Black Series und ich, das geht nicht ohne. Also ich muss den mitnehmen. Bleiben wir mal bei Star Wars. Den kleinen kennt ihr bestimmt auch. Das ist Luke Skywalker als Lego-Figur aus diesem Lego-Buch. Da ist so ein großer Darth Vader vor, der hier so ein Blabla. Lego-Buch von Star Wars, wo die ganzen einzelnen Bausätze beschrieben wurden. Witzige Geschichte. Ich bin ja auf Flohmärkten gewesen. Die sind echt... Also samstags Flohmärkte sind kacke. Brooklyn Flea Market. Pff, für ein Ab. LEC Flea Market, also Long Island City Flea Market. Pff, für ein Apple. Nichts gefunden. Voll enttäuscht. Durch die Stadt gelaufen, zur U-Bahn oder zur S-Bahn. Da sitzt seine Frau auf dem Gehweg und hat da tausend Sachen da liegen. Ach, da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Egal. Sachen da liegen zum Verkauf, unter anderem dieses Lego-Buch. Jetzt fragt ihr euch, wo ist denn das Buch? Ja, das Buch nehme ich doch nicht mit, das ist viel zu schwer gewesen und viel zu groß. Ich habe die Lego-Figur rausgerissen und das Buch da gelassen. Warum ich das gemacht habe? Das Buch interessiert mich nicht. Und das Ding hat 50 Cent gekostet. Die wollte für das Buch 50 Cent haben. Wirklich 50 Cent, das war neu. Ich hoffe, es hat sich jemand darüber gefreut, dass er das Buch gefunden hat. Aber das habe ich halt für den kleinen Luke Skywalker 50 Cent bezahlt. Finde ich gut. Also 25 theoretisch. Dann musste ich das mitnehmen als Andenken, ein Lego Magnetfigürchen von New York. Da ist hier die Skyline auf dem Block und auf dem T-Shirt steht halt drauf New York. Ich glaube, das ist ein Big Apple, also ein Lego Apfel. Falls ihr das nicht wisst, Big Apple, so heißt New York, oder Manhattan wird Big Apple genannt. Jetzt könnt ihr Connor sagen, weißt du was, warum Big Apple heißt? Nein, weiß ich nicht. So, wir bleiben noch bei Masters, auch bei GameStop. Habe ich mir das nochmal mitgenommen. Das 5er Pack von Mega Constructs. 20 Dollar. Bei Amazon ist, glaube ich, jetzt runtergesetzt in den USA auf 15 Dollar, aber mit Versand und so kommt ihr auch auf über 20. Ich habe es jetzt zweimal. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwas musst du mitnehmen. Und das war der. So, ein weiterer Shop, den ich sehr empfehlen kann. Dieser Shop heißt, oder es sind mehrere Shops, das ist halt eine Kette, die heißt Five Below. Da ist der Name auf Programm. Da ist alles maximal 5 Dollar teuer. Nix drüber, alles drunter. Maximal 5 Dollar. Und da habe ich mir hier den Charakter geholt, den Beastman einzeln verpackt. Gab es für 5 Dollar. War auch der einzige, der da war. Also, die haben von den Sachen echt viel, aber immer nur eine Sache. Also Beastman und dann mal 20. Da war jetzt nur zweimal da, aber von allen Artikeln, die sie da haben, nur eine Sorte. Für 5 Dollar, ja, da sage ich jetzt nichts zu. So, dann auch bei GameStop runtergesetzt auf 5 Dollar. Ich fand das Pack einfach nur mega gut. Metroid, Samus mit zwei Metroiden von World of Nintendo. Das war, glaube ich, irgendwie 15 Dollar vorher, dann auf 5 Dollar runtergesetzt. Ja, komm, dann nimmst du die Aran mal mit. Da gab es richtig coole Sachen, auch von Mega Man und dieser Metroid in groß. Habe ich auch bei Instagram gepostet, das Video. Guckt es euch mal an, das ist echt klasse geworden. Also der Artikel, das Video ist super, weil ich habe es ja gemacht. So, und noch original verpackt, da sage ich, Preis weiß ich nicht mehr genau, habe ich für einen Kumpel mitgebracht. Die WWF-Figuren, die reissued quasi, sind neue Charaktere auf Karte.
Ich weiß gerade, wie heißt der hier? Ich habe den Namen gar nicht mit. Braun Strowman. Und wer war das hier? Das war Jeff Hardy. Den haben wir noch. Hier haben wir noch den Iron Sheik. Den haben wir auch noch gefunden. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Zack Ryder. Die Karten sind nicht das geilste, weil die sind echt beschissen mitzubringen. Also wenn ihr keine Schutzhüllen dafür habt, ist das echt schwierig, die Karten mit nach Deutschland zu bringen. Aber sie haben es großenteils überlebt. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich besonders feiere, weil es sind Sachen aus Thrift-Stores oder aus Second-Hand-Läden. Dafür muss ich die Tüte aufschneiden, weil ich habe dummerweise einen Knoten reingemacht. Die kriege ich nie mehr auf. So, schön. Ich fange mal an mit den original verpackten Sachen. Jetzt nicht sagen von wegen, du sammelst die doch gar nicht. Ja, ich weiß, aber wenn du sowas original verpackt siehst und dann für 5 Dollar oder 3 Dollar, dann sagst du nicht, mir egal. Nee, nimmst es mit. Power Ranger, der Green Ranger, also Tommy, das ist dieser Morphing Ranger, der kann sich auch verwandeln. Also der klappt den Kopf um, der ist der Kopf halt normal, also der Menschenkopf. Und das halt auf einer Karte, die habe ich so mitgekriegt. Bin ich supi. Blister ist noch drauf, original verpackt, für 4,99. Den lässt man doch nicht hängen im Keller. Nein, den nimmt man mit. Und was ich sehr witzig finde, von Stargate den Ra. Auch auf Originalkarte. Keine Stresslinie drauf, auch recht gut mitgekriegt. Und hier oben ist noch ein Preisschild drauf. 7,99 Originalpreis, runtergesetzt auf 4, glaube ich. Von KB Toys. Die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Die sind auch ausgestorben. Ich glaube 3,99 habe ich dafür bezahlt. Also hättet ihr das hängen lassen für den Preis? Dann Videospiele. Imagic oder für Atari Videogame Cartridge for the Atari Video Game System and Sears Video Arcade. Das Geile ist, wenn man sich das Cover anguckt, das sind so, wenn man das genau anschaut, das sind diese, kennt ihr noch aus der Kindheit, diese alten Plastikdinosaurier und Drachen, silber angemalt mit irgendwelchen Ersatzteilen von Flugzeugbausätzen und dann aufs Cover geklebt. Also schlechter geht's nicht. Aber die Verpackung fand ich ganz cool. Und da ist auch alles drin. Anleitung, Spiel, Cartridge und sowas alles. Ich kann es ja mal rausholen. Ich bin nur irritiert, dass es unten offen ist. Das ist nicht kaputt oder so. Also so sehen die Cartridges aus. Passen halt auch wohl in Atari. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal tun. So, hier ist die Anleitung und das andere Ding. Um die Story nochmal anzuknüpfen, von der Dame mit dem Lego-Männchen und dem Flohmarkt auf der Straße, da habe ich mir auch noch Wii-Spiele gekauft. Ich glaube 4 Stück. Jeweils ein Dollar. Das ist unter 1 Euro. Also 90 Cent. Aber trotzdem, 1 Dollar für Wii-Spiele. Ich glaube Lego Star Wars Saga, dann Beatles Rock Band habe ich halt noch nicht gehabt. Und das andere habe ich schon wieder vergessen. Das ist alles woanders. So, da habe ich noch 2 Spiele gefunden, die recht teuer waren, aber dieser Modus von wegen, ich habe sonst nichts gefunden. Taxanadu fürs NES. 5 Dollar. Und das fand ich sehr interessant, weil das kann ich überhaupt nicht. Das heißt Tabu, The Sixth Sense. Ist so ein Tarot-Kartenspiel. Also ihr könnt eure Karten legen lassen wohl mit dem Teil. Ich habe es noch nie gesehen und deswegen habe ich es auch mitgenommen. Jetzt kommt die Tüte. Leute, jetzt kommt die Tüte. Und zwar das geilste Teil für mich, da war mir auch Zustand egal, ist das hier. Kennt ihr das noch? Ich habe es nie gehabt. Ich werde es noch auseinandernehmen müssen, weil da sind irgendwie Preisschilder drin oder sowas. Von Ghostbusters aus den 80er Jahren. Der Ghost Popper oder wie das Ding hieß. Da waren so kleine, ich glaube Schaumstoffeinheiten, die konntet ihr vorne reinstecken. Dann konntet ihr schießen, also drücken und dann ist es weggeploppt. Für 4 Dollar. Da ist der Sammler explodiert in mir. Da konnte ich das nicht liegen lassen und bin voll durchgedreht. Hab mich auch gefreut, dass es das 4 Dollar. So. In dem gleichen Laden hatte er noch so eine Wühlkiste.
mit verschiedenen Figuren. Und diese Figuren, dummerweise, waren halt Halo. Und da habe ich mir noch ein paar Halo-Figuren mitgenommen. Also hier Master Chief und verschiedene Charaktere. Er hatte auch die ganzen Gegner, aber ich wollte das nicht übertreiben und irgendwann ist ja auch mal Schluss. Warte mal. Wo ist denn jetzt der nächste? Hier. So. Also ich habe mir 5 Charaktere mitgenommen. Ich weiß, 5? So viel? Krass. Also 5 Halo-Figuren habe ich mitgenommen, auf McFarlane Toys übrigens. Ja, gar nicht wahr, Entschuldigung, 6, hier ist noch einer. 6 Figuren. Wollte er $9 für haben. Nicht pro Figur? Nee, für alle Figuren. Richtig. So, dann kam ich dann nochmal hoch und gesagt, ey, pass mal auf, was bringen mir die Figuren? Ich habe mir noch die Waffen dazu rausgesucht. Und noch ein paar so Accessories. Ich glaube, das Wort Accessories hätte ich nicht sagen dürfen. Weil er meinte dann, ich habe so hier so eine Hand jetzt Accessories, meinte er so, okay, die Accessories kosten extra. Ich so, weil, die gehören noch dazu. 3 Dollar für die Accessories. So. Also habe ich dann für alle $12 bezahlt. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Nochmal zur Tante mit dem, ist noch was, Straßenflohmarkt. Fischfigur von, ich weiß gar nicht, von wem das ist, Schleich. Irgend so eine Fisch-Zombie-Figur mit 2 Waffen geschenkt. Und das kann ich auch noch nicht von Matchbox. Das ist ein Flugzeug, das frisst euch auf. Man kann hier hinten raufdrücken und dann macht das Maul auf. Fand ich voll lustig. Hat auch Augen drin. Total crazy. Auch geschenkt. War so eine Kiste geschenkt. Ich habe gedacht, komm, weißt du was, nimmst du mit. Dann die letzten beiden Figuren. Die eine habe ich nur gekauft, weil ich habe 99 Cent beide Figuren, also jeweils. Einmal Power of the Force Darth Vader. Das war wirklich, das hieß Mother of Junk. Ich glaube Williamsburg ist das in New York. Long Island. Darth Vader, ohne alles, kein Zubehör, nichts dabei. Genauso wie der klassische Imperator Palpatine. Hat auch nichts dabei. Also der Stab ist nicht dabei, so, aber ist die Figur aus den 80ern. Oder sogar die 70er-Version. Ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Jahr das Ding ist. Aus den 80ern, 84. Klar, Return of the Jedi. So, das war meine Tüte. Ach, hier ist noch was. Das Rüstungs... noch eine Waffe für Halo. Das ist so der Toy-Kram, den ich aus den USA mitgebracht habe. Was nicht dabei ist, natürlich Klamotten, die ich mir gekauft habe. Da ich ja so viele T-Shirts schon habe, habe ich mir auch nur ganz wenig T-Shirts gekauft. 12. Es ist schlimm. Weil ich kann es euch nur ins Herz legen, wenn ihr da seid, irgendwo in den USA und den Laden Five Below sucht, geht da rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Alleine T-Shirts, richtig geile Prints. $5 für ein T-Shirt. Das ist der Wahnsinn. Also richtig coole Dinger. Richtig mega. Ihr werdet die auch im Laufe der nächsten Videos bei mir hier im Kopf auf dem Kanal sehen. Ich trage den auch. Die müssen erstmal gewaschen werden, weil die stinken. Ansonsten, es ist doch noch einiges geworden an Toys. Ich habe mir viel mehr in den Secondhand- und Antique-Stores gewünscht oder erhofft. New York ist anscheinend nicht das gute Pflaster dafür. Nächstes Mal ein bisschen mehr aufs Land fahren oder in eine andere Stadt oder so, nicht in die Großstädte. Dann findet man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber trotzdem, was sagt ihr zu der Auswahl, zu der Ausbeute? Also zu meinem Howl, zu meinem Hunt. Das war wirklich Hunting. Richtig, das war anstrengend, das war Arbeit. Richtig Arbeit. Ich bin zufrieden. Also ich habe wieder richtig schönes Zeug dazu, auch Sachen, die ich eigentlich sonst gar nicht habe. Hier Stargate und Power Ranger Figuren. Aber, warum nicht? Lasst mir euren Kommentar mal da, eure Meinung. Daumen nach oben und natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video. Bis dahin, entspannt ist. Tschüssikowski und Stay Nerdy. Wir gehen so viel.